Moin moin Leute, da ich in letzter Zeit mehr über die Xbox Series X und der PlayStation 5 geredet habe, dachte ich mir, hey, warum mal nicht über die Sega? Ihr wisst schon, der blaue Igel. Gotta go fast! Spaß beiseite, heute reden wir mal nicht über Sonic, sondern über die Klassiker Puyo Puyo und Tetris. Jedoch verschmolzen. Wie, weshalb, warum, wieso, erfahrt ihr alles in meinem Video. Bleibt auf jeden Fall dran. Sega gab nun erste Einblicke für das kommende Puyo Puyo Tetris 2. Ja, einen Teil 1 gab es bereits. Dieses vereint das Beste aus Puyo Puyo und Tetris. Es erscheint am 8. Dezember für die PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch. Nach Veröffentlichung wird es ebenfalls für die PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen. Ein neues Abenteuer in Puyo Puyo Tetris 2 beginnt. Ringo, T und weitere bekannte Charaktere aus dem ersten Teil starten gemeinsam in ein neues Abenteuer. Das mysteriöse Wesen Parasite hat erneut die Puyo Puyo und Tetris Welt miteinander verbunden. Doch dies bringt große Gefahr mit sich. Ringo und ihre Freunde müssen ihre Kameraden vor den dunklen Mächten retten. Doch um das zu schaffen, müssen Puyos geploppt und Tetris Steine aufgelöst werden. By the way, das hier war mal mein WhatsApp Status. Doch hinter jeder Aufgabe stecken mehr als zunächst angenommen. Es warten noch viele weitere Mysterien und dunkle Geheimnisse. Puyo Puyo Tetris 2 ist die Verschmelzung zweier Legenden unter den Puzzle Games. Es warten eine neue Story, lebhafte Charaktere und viele aufregende Spielmodi. Der Abenteuermodus enthält eine neue Overworld-Karte, neue Missionsbedingungen und noch einige andere Future, welche noch mehr in die Spieltiefe gehen. Über die neue Overworld-Karte gelangt ihr von Level zu Level. Spielt jede Stufe erneut, um einen höheren Score und damit bessere Belohnungen zu erhalten. Ihr wählt euren Stil, um Erfahrungen zu sammeln und Charaktere hochzuleveln. Außerdem könnt ihr den Schwierigkeitsgrad und die Herausforderung anpassen. Ihr könnt neue Gegenstandkarten freischalten, um Spezialfähigkeiten zu bekommen. So könnt ihr neue Charaktere, Hintergründe und Bonusstufen freischalten. Beim Kauf der Launch Edition erhalten alle Spieler eine Special Item Karte aus der Sonic the Hedgehog Serie. Die Limited Edition beinhaltet ein Paket aus 8 seltenen Karten, darunter 3 Karten der Sonic the Hedgehog Serie. Und nochmal für die, die am Anfang des Videos nicht aufgepasst haben. Puyo Puyo Tetris 2 erscheint am 8. Dezember für die PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch. Es wird ebenfalls auf der Xbox Series X und der PlayStation 5 erscheinen. Woohoo! So Leute, wie fandet ihr es mal heute über Sega zu reden? Schreibt es mir in die Kommentare. Was waren eure liebsten Spiele von Sega und habt ihr damals auch gerne Tetris gesuchtet? Schreibt es mir in die Kommentare. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Das war's dann auch von mir, euer Gamefresh.